Willkommen zurück zu Gothic 2 und ja, zu einer weiteren Folge. Ich möchte jetzt ganz gerne da vorne einmal abchecken, was in dieser Höhle da vorne drin ist. Da vorne. Ich meine, da ist geiler Scheiß drin. Weil die so auch so abgelegen ist. Jo, alles klar. Ich habe außersehen meine Waffe weggesteckt. gut, können wir da auch ohne Trank uns dran vorbeimogeln? Schauen wir mal. Wir laufen da rein, versuchen den auszuweichen. Die haben eine große Hit-Range, weil die zwei Hände haben. Das heißt, ich mache hier eine Kurve. Den Rand vorbei. Skelett. Eieieiei, okay. Da ist ein fettes Schwert. Das ist genau das Schwert, was wir auf dem Bild sehen, ne? Kann das sein? Ja, wir probieren es nochmal. Diesmal auf einer anderen Art und Weise. Autsch, der hat mich schon erwischt. Das ist nicht gut. Damit halten wir mich nur noch einen Schlag aus. Wir müssen da reinrennen und uns das Ding holen. Alter, wie wollen wir die denn besiegen, ey? Holy shit. Holy moly. Am besten, wir laufen rein und locken die alle raus, ne? Wir probieren es doch einmal mit dem Trank. So. Okay. Wir hängen fest. Scheiße. Ich darf da nicht einfach durchrennen. Es wäre aber schon mal nicht schlecht, wenn ich zumindest die Skelette weglocken würde. Ja, ich probiere es mal ein bisschen, bis es funktioniert. Ast rein, wir haben es geschafft. Und ab geht's zurück. Oh, da ist noch ein Skelett. Nachzügling. Sehr gut. Das sollte von der Zeit ausreichen, dass wir alles hinkriegen. Lauf. Und raus hier. Da waren bestimmt noch ein paar tolle Sachen, aber nö, nicht heute. Die nehmen wir dann wann anders mal mit. So, wir haben es geschafft. Nach 11 Minuten. Ich habe 11 Minuten gebraucht, um das auszutesten. Sollten jetzt mal eben kurz Toaster auf 6. Wir haben keinen Mana. Oh, das war vielleicht ein bisschen over the top. Kloster auf 6. Feuer ab. Komm, ab geht's zum Kloster. So, haben wir schon. Jetzt müssen wir zu... So weit entfernt. Komm, mach die Tür auf. Ab zum Kloster. Da müssen wir zu Xardas. Da müssen wir zu Vatras. Wir haben jetzt ein paar Movements, die wir tätigen müssen hier. Pyroka, so. Ich habe das Auge Innos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden.
Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beeile dich. Eine Sache noch. Okay. Einige der von Innos geweihten Wegschreine sind vom Feind geschändet worden. Ja. Sie haben ihre magische Weihe verloren. Verstehe. Und nun? Es ist an dir, diese Schreine wieder zu reinigen. Wofür hast du Novizen? Um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Nimm dieses geweihte Wasser und träufle es auf den Sockel des Schreins. Mit den heiligen Worten der Reinigung wird der Schrein seine alte Macht wieder zurückerlangen. Ich habe hier eine Karte für dich. Darauf sind die Schreine, die wir aufgestellt haben, eingezeichnet. Okay. Geh nun hin und verrichte deine Aufgaben. Okay. Okay, okay. Ich kann verstehen, warum sie keine Novizen schicken wollen, weil die, das habe ich früher auch immer. Die gesamte Lage ist natürlich ein bisschen heikel, ja, deswegen. I understand, ja, so. Aber ich sehe es trotzdem nicht wirklich ein, dass ich das machen soll. So, hat mal Vatras mit dem guten Mann quatschen, dass wir da erfahren, wie wir das Auge heilen können. Dann müssen wir nach Xardas und dann müssen wir wieder zum Sonnenkreis. Ja. Adanos hat gerade Ruhe. So. Pyrokar schickt mich. Das Auge Innos ist zerbrochen. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Innos zu zerstören. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe, fürchte ich. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Ah, stimmt. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung der drei herrschenden Gottheiten sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes Umkehrritual an dem Ort seiner Zerstörung wird dem Edelstein wieder Feuer geben. Das Problem dabei ist allerdings, dass du jeweils einen irdischen Vertreter von jedem der drei Götter zu diesem Ort bringen musst. Des Weiteren bräuchte man eine Menge Sumpfkraut für dieses Ritual. Ich schätze, drei Krautpflanzen müssten es schon sein. Eine Menge. So. Wo finde ich einen Schmied, der die Fassung des Auges reparieren kann? Frage in den umliegenden Gebieten nach einem, der sich auf das Reparieren von Kleinoden versteht. Okay. Wer könnten diese drei irdischen Vertreter der Götter sein? Für Batras, Pyrokar und Xardas. Würde ich mich zur Verfügung stellen. Pyrokar, der oberste Feuermagier, wäre der Richtige, um den Gott Innos zu vertreten. Aber für Belia fällt mir kein geeigneter Bewerber ein. Es müsste jemand sein, der die schwarze Magie beherrscht. Schwarze Magie? Was ist mit Xardas? Das ist es. Es könnte funktionieren.
Doch frage ich mich, wie du uns alle drei zusammenbringen willst. Ich sehe jetzt schon Pyrokas Gesicht, wenn er hört, dass er mit Xardas an einem Strang ziehen soll. Sollen sich mal. Ich muss los. Ich werde ebenfalls aufbrechen und am Sonnenkreis die Zeremonie vorbereiten. Cool. Schicke Xardas und Pyroka dorthin. Cool, machen wir. Und vergiss nicht, das Sumpfkraut mitzubringen. Ich verlasse mich auf dich. Ich kann es ja auch schon mitgeben. Leute, ich werde woanders gebraucht. Es wird nicht lange dauern. Sobald ich zurückkehre, werde ich euch die Geschichte weitererzählen. Möge Adanos mit euch sein. Vatras, bester Mann. Das lassen wir erstmal. Ab nach Xardas. So, Meister. Ich brauche wieder mal deine Hilfe. Ja. Erstmal die Waffe gucken, was wir hier haben. Drachenschneider. 80-80. Zweihänder aber. Edles Bastardschwert. Einhandwaffe. 20 Stärkepunkte fehlen uns dafür. Für 58 Schaden. 80-80. Na, die drei. Also. Du, ne? Das wäre schon. 80 Schaden. Wäre schon nett. Wäre schon nett. Hey. Hey, du. Das Auge Enos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und das leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde erst dem Ritual beiwohnen, wenn ich mir sicher bin, dass du bereit bist, den Drachen die Stirn zu bieten. Warum gehst du nicht jetzt gleich zu Vatras? Manchmal verstehe ich dich nicht. Erst gab es nichts Wichtigeres als das Auge Enos. Und nun, wo du dich selbst bewegen musst, da kneifst du. Sprich nicht in diesem Ton mit mir. Ohne mich würde dein armseliger Körper noch im Tempel liegen und vermodern. Dann erklär mir wenigstens den Grund deines Zögerns. Seit ich mich von den Feuermagiern abgewendet habe, bin ich ihnen aus dem Weg gegangen. Ich bin auch nicht gewillt, das zu ändern. Es sei denn, ich habe keine andere Wahl. Doch bevor ich mich den strafenden Blicken der Magier aussetze, will ich mir erst sicher sein, dass du überhaupt den Hauch einer Chance gegen die Drachen hast. Mit deiner schäbigen Ausrüstung wirst du jedoch nicht weit kommen. Komm erst wieder, wenn du stark genug bist. Uff. Uff. Tja, ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan. Und zwar, wir sprechen jetzt mit Lord Hagen und sagen ihm, Alter, gib mir eine fette Rüstung. Ich brauche den Scheiß. Ich brauche eine stärkere Rüstung. Please. Wir müssen dann noch mit dem Kloster sprechen. Also mit Pyroka. Diego, warte mal. Gut, dass du kommst. Du musst mir helfen. Worum geht's? Hier hat sich eine ganze Menge verändert, seit ich weg bin. Ich muss zusehen, dass ich wieder auf die Beine komme. Wo ist das Problem? Ich muss ins obere Viertel. Da ich aber weder Bürger der Stadt bin, noch genug Gold habe, um die Wachen zu bestechen, brauche ich dich. Ich soll dir also Gold leihen. Quatsch. Ich habe Gold. Sogar sehr viel Gold. Leider habe ich es nicht bei mir. Du musst mir mein Gold besorgen. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich werde dir helfen. Ich habe im Minental einen kleinen Schatz versteckt. Eigentlich wollte ich ihn ja holen. Aber leider tummeln sich einige Orks bei dem Versteck rum. Um es kurz zu machen, du musst für mich ins Minental gehen und mir mein Gold holen. Wo ist das Gold versteckt? Direkt am Austauschplatz. Oberhalb der verlassenen Mine. Es ist in einem Lederbeutel. Aber schau bitte vorher nach, ob es der richtige ist. Nicht, dass du den ganzen Weg umsonst machst. Woran kann ich ihn erkennen? Er ist voll Gold. Er ist voll Gold? Eine ganze Menge Gold. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt.
Ich weiß langsam nicht mehr, was ich werde versuchen, dein Gold zu finden. Tu es einfach. Das reicht mir schon. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe. Ach, Diego. Tu es einfach. Ich versuche, dein Gold zu finden. Tu es einfach. Versuch es nicht. Mach es einfach. Ach, guter Mann. So. Ich meine, ich habe 11 Minuten gebraucht. Mit dem Tanz mit den Skeletten. Das heißt, mein Timer ist noch ein bisschen falsch. Ja, spielen wir erstmal weiter. Also ich glaube, passt erstmal so. Jetzt gib mir bitte eine bessere Rüstung. Bitte. Please. Hagen. So. Ich habe das Auge. Es ist zerbrochen. Was? Bei Innos? Was hast du getan? Wir brauchen das Auge. Sprich mit Pyrokar. Es muss einen Weg geben, es wieder zusammenzufügen. Jetzt konnte ich gerade nicht ganz zuhören, was er gesagt hat. Jetzt vielleicht? Ha? Ich will mich in den Dienst des Ordens stellen. Ein Kämpfer Innos zu sein, bedeutet sich ganz und gar in die Sache Innos zu stellen. Ja. Nur die edelsten und mutigsten Recken werden in unserem Orden aufgenommen. Wenn du wirklich die Absicht hast, ein Paladin zu werden, musst du beweisen, dass du würdig bist. Was weißt du über das Auge Innos? Es ist ein göttliches Artefakt. In den alten Prophezeiungen wird es im Zusammenhang mit Drachen erwähnt. Doch die Schriften sagen auch, dass nur ein erwählter Innos es tragen kann. Tja. Wie ist die Lage? Ich muss einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Wir müssen etwas gegen die Drachen unternehmen. Ich will ein Kämpfer in nur die Edel, wenn du. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Was bedeutet es, ein Paladin zu sein? Ein Paladin ist ein Streiter Innos. Ja, ja. Er lebt, um ihm zu dienen und kämpft, um ihn zu ehren. Dafür wird uns die Gabe der Magie verliehen. Die Magie der Runen, die wir als Auszeichnungen für unsere Taten verliehen bekommen. Tja. Dann zum Kloster. Ich bin gerade etwas aufgeschmissen, so. Wir müssen stärker werden, meint er. Heißt das, wir müssen ein höheres Level erreichen, damit wir weiterkommen? Level 15? Ich habe mit Vatras gesprochen. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Innos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Was? Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Hey. Das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Vatras nicht helfen. Kinderkacke. Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken.
Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. Meine Meinung kennst du ja schon. Ich habe gerade eine Idee. Eine Idee habe ich. Und zwar, ich glaube, Xardas hat gesagt, wir sind noch zu schwach. Alleine deswegen, weil wir hier noch eine Quest haben. Weil wir den Pyrokader überzeugen müssen. Oder Xardas mehr oder weniger durch uns ihn überzeugen muss. Hey. Pyrokar weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So, so. Pyrokar also. Interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig, aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Damals, als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Mhm. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe, verschlossen auf Sekops Bauernhof. Du traust diesem Sekop? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Es ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyrokar dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Alles klar, ab nach Sekop. Den hauen wir kurz rein. Und da benutzen wir Pass von Corinus. So. Da ist noch ein Suchender. So, da ist er. Ja. Da bist du. Es ist die Frage, ob wir hier mal eben kurz pennen gehen können, damit wir es nicht nachts haben, wenn wir da durch die Wälder laufen und den Suchenden über den Weg laufen. Ich meine aber auch, dass der gesamte Hof von Sekop voll mit Suchenden ist. Also mit Suchenden voll ist. Wenn ich mich nicht täusche. Benga. Mal kurz speichern. Letztes Mal war das Bett hier verbuggt. Albträume verwehren dir die Erholung, aber wir haben zumindest schlafen können. Ich würde mir nochmal einen von den Tränken hier reinziehen. Damit wir ein bisschen ja, schneller unterwegs sind. Da ist noch ein Suchender. Top. Klasse Sache. Da ist noch einer. Ich bin doch eh schon besessen. Lass mich in Frieden. Ja, komm, halt die Bubble. Die machen schon Schaden, ey, ne? Wenn man die nicht direkt down kriegt, dann sind die schon ätzend. So. Mir ist ein Upsi passiert. Und zwar, wie ihr seht, wir sind gerade langsam. Ich habe leider vergessen zu speichern. Und der Rest der Folge wurde nicht aufgenommen. Beziehungsweise, ich habe ihn aufgenommen, aber halt nicht gespeichert. Das heißt, im Endeffekt, für euch ist der nicht aufgenommen worden. Das heißt, wir müssen da hin. Wir werden da auf einige Probleme treffen. Wären wir jetzt Magier, wäre es schon einiges einfacher. Komm, hau ihn tot.
Wären wir jetzt Magier, wäre es um einiges einfacher, die Suchenden gleich umzulegen, weil wir müssen da gleich gegen wieder drei auf einmal kämpfen. Was ich noch nicht ganz genau weiß, wie wir es anstellen wollen. Wie viel Zauber haben wir denn eigentlich dabei? Wir haben hier ein Feuerpfeil, zwei Eispfeile. Wir hätten einen kleinen Feuerstürmchen. Interessant. Eisblock. Was ist das? Verwandlung? Verwandlung Feldräuber. Aha. Interessant. Wir nehmen mal eben kurz die Dinger alle raus hier. Ich will mal eben kurz alles neu ordnen. Genau, eins, zwei. Als Zauber möchte ich ganz gerne dabei haben. Den Feuerball möchte ich gerne dabei haben. Wie viel Mana haben wir denn eigentlich? 30 Mana haben wir. 30 Mana. Benötigt Mana 10, 20 Mana? 5 Mana. 7 Mana. Ne, 10 Mana. Haha, 10 Mana braucht das. Und das braucht 20 Mana. Einen Feuerball und einen kleinen Feuersturm könnten wir reinsetzen. Da will ich ein bisschen ausprobieren, ob das klappt. Teleport zum Kloster auf 6. Burg ist 7. Xardas. Ne. Pass ist 8. Hafenland ist 9. Xardas 10. So ist es ungefähr gleich geblieben, dann vertue ich mich nicht immer. Kloster auf 6, das ist gut. Wir müssen gleich mal eben kurz was trinken. So, wir müssen zu Seekopfshof. Ich meine, es kann sein, dass die Folge entweder sehr kurz wird oder sehr lang wird, aber ich meine, ich hätte noch ein paar Minuten gehabt, ne? Schauen wir mal rein. Ach, guck mal hier. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Gut gemacht. Ein Drecksvieh weniger. Danke für gar nichts, Jungs. Ja. So, speichern wir mal ab. Ja, den schwarzen Goblin. Butlerfleisch. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Zombie? Okay. Da ist er. Okay, okay, okay. Wir fassen es nicht an. Hoppala. Vollkommen unentspannt, das Auge. Den ersten werden wir totprügeln. Ich glaube, dass wir da ganz einfach ranlaufen können. Ach, die beiden stehen da sogar. Oh, das ist gut. Okay, das war ein guter. Ja, war okay, war okay. Woher wissen die eigentlich, dass ich hier hin will? Dass ich in das blöde Buch will? Ha? Woher? Ihr kleinen Saukinder. So, wegen euch musste ich mir gerade 10 Kilo Käse reinschieben. Ich hasse Käse. Ich hasse Käse nicht. Also, Käse ist überbacken cool. Aber in einigen anderen Situationen ist nur noch einer. Es sind doch noch zwei. Alter. Kann doch nicht wahr sein, dass ich ihn da nicht kaputt kriege, ey. Wie viel hält der denn aus, der gute Mann? Kann ich mich denn so positionieren, dass mich nur einer trifft? Hm? Da hockt einer in der Ecke.
Sapalot, ey. Was ein Akt hier. Dafür ist das Geld, was die mir geben, überhaupt nicht ausreichend. Goblin erschaffen. Cool. Nehmen wir alles mit. Hat der Xardas bestimmt auch nichts gegen, oder? So, du fühlst dich erlöst. Das heißt, wir gehen mal eben kurz schlafen hier. Ach, die haben wir gar nicht eingesammelt gehabt. Hoppala. Sessel, das ist auch alles egal. Wir können auch unser Fleisch ran theoretisch braten. Ach, da hinten steht Seekopf. Der Laden ist wieder frei. Ist was passiert? Du musst mir helfen. Die schwarzen Männer sind in mein Haus eingedrungen. Ja. Ihr königlichen Gardeleute müsst euch doch um das Wohl aller kümmern, oder? Guck mal, die Bubble, Junge. Die Kerle sagten, sie würden etwas suchen, aber doch nicht in meinem Haus. Bitte. Hilf mir, mach, dass sie wieder verschwinden. Ja, er ist gleich ein richtiger. Dein Haus ist leer. Dein Haus ist leer. Die schwarzen Männer sind weg. Ich wusste doch, dass man sich auf die Garde verlassen kann. Nicht so schnell, mein Freundchen. Von jetzt an wirst du deine schmutzigen Geschäfte einstellen und im Sinne der Gemeinschaft handeln. Sonst komme ich zurück. Ich verstehe nicht. Was willst du noch? Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold geben und dich bitten, mich zu verschonen. Gib schon her, ich hab's eilig. Hier. Ja, cool. Nehme ich mit. Ist okay, ist okay. Speichern wir mal so ab. Sprechen wir mit Lee einmal kurz? Wir checken das mal ab. Ich glaube, ich beende hier die Folge. Ich glaube, von der Zeit her passt es ganz gut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, falls, dann tut es mir leid. Ansonsten, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit Lee sprechen. Und dann porten wir uns auch wieder hin und her. Ne? Also wir haben jetzt die Portschlüssel einfach für alle. Könnt ihr es ja überall hinschicken. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut, ne? Also, ja. Bis bald.